Sie sind der Kerl, der sich um die Probleme am Hafen gekümmert hat. Sie scheinen ein guter Spürhund zu sein. Wollen Sie sich etwas dazu verdienen? Sie bezahlen, ich arbeite. Um was geht es? Ah, ein Spürhund mit einem Riecher fürs liebe Geld. Ich heiße Vincent, aber Sie können mich Vince nennen. Finden Sie das Logbuch eines meiner Schiffe. Es heißt The Pride. Charles Reed, darf ich Ihnen diesbezüglich ein paar Fragen stellen? Sicher doch. Warum suchen Sie nach dem Logbuch? Das sage ich Ihnen vielleicht, wenn Sie den Auftrag erledigt haben. Aber im Moment müssen Sie das nicht wissen. Kein Problem. In meiner Branche kommt man nicht weit, wenn man für Diskretion kein Verständnis hat. Was können Sie mir über die Pride sagen? Ich brauche irgendwelche Anhaltspunkte für meine Ermittlungen. Ich weiß nicht, wo sich das Schiff befindet. Jedenfalls ist der Kapitän ein Patriot und hat immer eine Fahne mit an Bord. Zuletzt war das Schiff wohl mit Chemikalien in Metallfässern beladen. Die Pride könnte tausende Meilen entfernt auf dem Meeresgrund liegen. Warum glauben Sie, dass ich das Schiff finden werde? Wäre es hoffnungslos, würde ich Sie nicht engagieren. Einheimische Trunkenbolde sagten, Sie hätten eine Barge auf der überschwemmten Straße nahe dem Fischmarkt gesehen. Gut. Ich werde mich dort umsehen und Ihnen das Logbuch des Schiffes bringen, falls ich es finde. Man sieht sich. Ich frage mich, was mit den Chemikalien passiert ist. Gute Neuigkeiten. Ich habe das Logbuch der Pride gefunden. Lassen Sie mal sehen. Ja. Ja. Die letzte Seite ist am wichtigsten. Sehr gut, Reed. Ich hoffe, dasselbe kann ich über die Bezahlung sagen. Sicher doch. Hier, bitte. Und ich hätte zwei weitere Aufträge für einen fähigen Spürhund wie Sie. Geht es wieder um Schiffe? Ein paar Dollar extra kann ich gut gebrauchen. Oder Patronen. Dieses Mal wird es ein bisschen schwieriger. Aber Sie haben sich als kompetent und vertrauenswürdig erwiesen. Halten Sie Ihre Waffen bereit.
Es könnte heiß hergehen. Ich habe zwei weitere Schiffe gekauft. Die Red Queen und die Skylark. Beide Schiffe machen Ärger. Red Queen. Schöner Name. Was ist Ihrer Majestät denn zugestoßen? Sie würden nicht so reden, wenn Sie das Schiff gesehen hätten. Es erlitt in der Nähe der Irrenanstalt Schiffbruch und dann geschah etwas. Selbst aus der Ferne bekam ich Gänsehaut. Und? Was denken Sie, wohin die Skylark ausgeflogen ist? Darüber lassen sich nur Vermutungen anstellen. Sie müssen wissen, das Schiff hat keine gewöhnliche Ladung. Nicht ganz im Sinne der Prohibition, wenn Sie verstehen, was ich meine. Denken Sie, dass sich Schmuggler das Schiff unter den Nagel gerissen haben? Ein Landstreicher hat eine Kiste mit dem Namen des Schiffes verbrannt, um sich zu wärmen. Für eine Patrone hat er mir verraten, dass er sie unweit des alten Hafens in der Wharf Street gefunden hat. Dann mache ich mich mal auf den Weg, Vince. Ich werde die Logbücher schon finden. Kommen Sie dann wieder hierher und danke. Wir Neuankömmlinge müssen zusammenhalten, nicht wahr? Jemand entlädt die Skylark. Vielleicht haben die Kerle auch das Logbuch.
Hier, das Logbuch der Red Queen. Ich rate Ihnen, es besser nicht zu lesen. So schlimm? Mich interessiert nur die letzte Seite. Ist sie noch im Logbuch und lesbar? Ja, alle Seiten sind unversehrt. Sehr gut. Hier, wie versprochen, Ihre Belohnung, Mr. Reed. Hier haben Sie das Logbuch der Skylark. Die Männer, die das Schiff entladen haben, waren nicht sonderlich erfreut, mich zu sehen. Entladen? Wollen Sie damit sagen, dass die Fracht das Unwetter unbeschadet überstanden hat? Da waren Kisten und bewaffnete Wachen. Vermutlich eine Bande hier aus der Stadt. Ich habe mich um die Kerle gekümmert, aber vielleicht sollten Sie dem Schiff lieber fernbleiben. Aber was ist mit der Ladung? Sie ist ein kleines Vermögen wert. Na, vielleicht haben Sie recht. Lieber auf den Profit verzichten, als im Gefängnis zu landen. Eine kluge Entscheidung. Da Sie nun alle Logbücher haben, können Sie mir vielleicht sagen, warum Sie ihnen so wichtig sind. Warum wollten Sie sie unbedingt haben? Ich schätze, Sie haben sich mein Vertrauen redlich verdient. Als ich mal hier in der Kneipe war, fiel mir im Suff eine brillante Geschäftsidee ein. Wir alle wissen um die stimulierende Wirkung des Alkohols für den Geist. Und wie lautete diese Geschäftsidee? Für ein paar Patronen habe ich verschollene Schiffe ihren Besitzern abgekauft. Das Datum in den Kaufverträgen stimmt nicht ganz. Aber wer kann das schon beweisen? Klingt eher nach einer sinnlosen Schnapsidee als nach einer brillanten Geschäftsidee. Irrtum, mein Freund. Die Logbücher werden mir bei den Versicherungen einen Batzen Geld einbringen, sobald ich zurück in Boston bin. Sie müssen die Logbücher als Beweis anerkennen. Nicht schlecht, Vince. Ein helles Köpfchen wie Sie kann es weit bringen. Ach, ich halte einfach nur immer die Augen nach neuen Gelegenheiten offen. Wenn Sie mal in Boston sind, geht die erste Runde auf mich. Alles Gute, mein Freund. Man sieht sich.